und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Phantom 3. Heute möchte ich euch mal etwas zeigen, was man vor dem allerersten Flug machen muss, also praktisch direkt nach dem Auspacken und Zusammenbauen, und zwar die Aktivierung des Phantom 3. Der Kopter muss einmalig aktiviert werden. Das geht hier über ein Smartphone oder Tablet und mit der DJI Pilot App. Auf was ihr dabei alles achten müsst, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Film. Bevor wir mit der eigentlichen Aktivierung beginnen, müssen ein paar Sachen erledigt sein. Der Kopter, der sollte zumindest grundsätzlich zusammengebaut sein. Die Akkus in der Fernsteuerung und auch für den Kopter, die sollten aufgeladen sein. Ihr solltet euer Smartphone oder Tablet hier per Kabel verbunden haben mit der Fernsteuerung, und auf dem Gerät sollte die DJI Pilot App installiert sein. Da wir den Kopter anschalten müssen, müssen natürlich auch solche Sachen erledigt werden, wie hier diese Gimbal-Transportsicherung vorab zu entfernen. Wenn das dann erledigt ist und ihr soweit vorbereitet seid, dann wird als allererstes einmal die Fernsteuerung eingeschaltet. Einmal drücken, loslassen und dann drücken und halten, bis die eingeschaltet ist. Dann bekommen wir hier auf dem Smartphone bzw. Tablet eine Meldung, und wenn die dann durch ist, dann können wir als nächstes hier die DJI Pilot App einmal starten. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir zunächst einmal schauen, dass das Tablet oder Smartphone auch mit dem Internet verbunden ist. Also ihr solltet zum Beispiel hier WLAN anhaben oder aber auf eurem Smartphone dann zumindest in das Mobilfunknetz eingeloggt sein. Wenn das dann der Fall ist und ihr soweit alles vorbereitet habt, dann wird als nächstes der Kopter eingeschaltet. Auch hier einmal kurz drücken, loslassen und wieder drücken und halten. Dann startet der Kopter, wir bekommen dieses typische Startsignal, und sobald der dann fertig ist mit seiner Startphase, mit seiner Initialisierung hier, da drücken wir dann einmal auf den Punkt Kamera. Und wenn ihr das zum allerersten Mal macht, dann seht ihr als nächstes jetzt hier diesen Bildschirm, Activate your Phantom 3. Und da haben wir als allererstes die Möglichkeit, einen Namen für unseren Kopter auszuwählen. Einfach hier auf dieses Feld klicken und dann den entsprechenden Namen eingeben. Hier wähle ich dann zum Beispiel einfach mal Phantom 3 aus und bestätige das dann mit einem Klick auf die Fertig-Taste. Wenn der Name dann eingegeben ist, dann einmal hier unten auf Continue drücken, um auf die nächste Seite zu kommen. Und hier können wir jetzt einige Einstellungen machen, Voreinstellungen, was unseren Phantom 3 angeht. Diese Voreinstellungen, die kann man später auch alle nochmal ändern, deswegen ist das jetzt hier nicht ganz so wichtig, aber ihr solltet natürlich trotzdem, wenn möglich, hier schon direkt das Richtige auswählen. In der ersten Zeile habt ihr hier die Einstellungen für die Fernsteuerung. Standardmäßig ist hier Mode 2 aktiviert. Das ist eine Belegung der Steuerknüppel, wie sie seit dem Phantom 1 eigentlich üblich ist. Das solltet ihr daher auch auf Mode 2 lassen. Wer aus dem Modellflugbereich kommt und schon andere Modellflugzeuge geflogen ist und dort andere Einstellungen verwendet hat, der kann hier auf Custom einmal drücken. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dort kann man auch die Modi 1 bis 3 auswählen bzw. die Steuerknüppel sogar komplett selber so belegen, wie man sie gerne hätte. Aber der Anfänger oder der Einsteiger, der lässt hier am besten erstmal Mode 2. Ja, in der zweiten Zeile haben wir dann das Maßsystem. Hier in Europa haben wir das metrische Maßsystem, Meter, Kilometer und so weiter. Deswegen lassen wir das auf Metric stehen. Wer aber da was anderes gewohnt ist oder zum Beispiel im amerikanischen Raum fliegt, der kann hier Imperial einstellen, um dort eben die gebräuchlichen Maßeinheiten zu haben, auch in der Anzeige. In der untersten Zeile haben wir dann die Einstellung der Fernsehnorm, PAL oder NTSC. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr so wichtig, wie das früher war. Heutzutage ist es eher eine Vorauswahl der maximal möglichen Bildwiederholraten oder überhaupt der Bildwiederholraten, die so genutzt werden können. Und hier ist es im Prinzip nur wichtig, dass ihr in euren Filmprojekten bei allen Kameras denselben Standard wählt. Das heißt, wenn ihr hier mit dem Phantom 3 NTSC filmt, dann sollten auch alle anderen Kameras auf NTSC geschaltet sein, und wenn ihr
PAL filmt, dann ebenso entsprechend auf PAL. Da man mit NTSC etwas höhere Bildwiederholraten hat und das grundsätzlich am PC in der Nachbearbeitung eher hilfreich ist, wenn man nur mit dem Phantom filmt, lassen wir das hier auf NTSC stehen. Mit einem Druck auf Continue geht es dann auf die nächste Seite und hier werdet ihr jetzt gefragt nach dem Beginner-Mode. Der Beginner-Modus, den man hier an- oder abschalten kann, der erlaubt euch eine ganz normale Steuerung. Der stellt aber vorab einige Dinge sicher bzw. einige Begrenzungen ein. So ist hier sichergestellt, dass der Kopter sich nur starten lässt, wenn man ein gutes GPS-Signal hat. Daher weiß der Kopter dann auch immer, wo er ist, wie weit ihr schon weg seid und so weiter. Und es gibt eine Begrenzung der Reichweite in alle Richtungen, sowohl in der horizontalen als auch nach oben, auf 30 Meter. Und danach habt ihr so eine Art virtuelle Wand, wo ihr nicht weiter fliegen könnt. Das erlaubt euch in einem Umkreis von 30 Metern, um euch herum so ein bisschen auszuprobieren, zu fliegen, ohne dass euch der Kopter zu weit weg fliegt, dass ihr zu weit weg fliegt versehentlich und dann eventuell die Kontrolle verliert oder nicht mehr wisst, was ihr machen sollt. Das ist also ganz hilfreich für Leute, die noch nie vorher einen Phantom geflogen sind, noch nie vorher ein Modellflugzeug geflogen sind, die überhaupt keine Erfahrung mitbringen. Die lassen das vielleicht für die ersten Flüge eingeschaltet. Man kann das nachher in den Einstellungen auch wieder deaktivieren. Das ist überhaupt kein Problem in der Pilot-App. Und alle anderen, die sich schon ein bisschen besser damit auskennen oder schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, die sollten hier den Beginner-Modus auf jeden Fall abschalten. Ein weiterer Druck auf Continue, der bringt uns jetzt hier nun zur Login-Seite. Hier muss man sich mit einem DJI-Konto anmelden. Ein Konto hat man zum Beispiel erstellt, wenn man sich an den Shop angemeldet hat und dort bestellt hat. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel die Plattform SkyPixel etwa nutzt. Auf jeden Fall muss man sich hier ein Konto anlegen, wenn man noch keins hat. Das geht hier unten über diese Funktion Sign Up. Da kann man einmal draufklicken, dann gibt man E-Mail-Adresse ein und zweimal ein Passwort. Dann kann man das entsprechend ein Konto automatisch hier drüber anlegen. Und wenn man, so wie ich zum Beispiel, schon ein Konto hat, dann muss man hier entsprechend einfach nur E-Mail und Passwort eingeben. Und nachdem man dann hier auf Login geklickt hat, da hat man jetzt die Möglichkeit, den Kopter zu aktivieren. Ihr seht, dass hier unten gibt es jetzt diesen Punkt Activate Now und den klickt man einmal an. Dann dauert es ein bisschen und der Kopter wird jetzt aktiviert. Ihr seht hier die Meldung Activation Successful und dann sind wir wieder zurück hier in der Hauptmenüübersicht und können jetzt unseren Kopter zum ersten Mal betrachten, die Einstellungen uns anschauen, indem wir hier auf Camera gehen und dann seht ihr schon, sind wir jetzt hier mit dem Phantom verbunden. Ich weiß genau, was einige von euch jetzt denken. Die denken sich, warum muss ich das Ding aktivieren? Ich habe es doch gekauft. Oder sie werden sich vielleicht denken, oh nein, schon wieder muss ich mich irgendwo anmelden und meine E-Mail eintragen. Ich persönlich habe da nicht so die Berührungsängste mit und trage dann entsprechend ein, melde mich an und aktiviere. Da mache ich mir keine großen Gedanken drüber, aber der ein oder andere hat da sicherlich vielleicht auch manchmal durchaus berechtigte Bedenken. Da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, zu dieser Aktivierungs- und Registrierungsgeschichte, die ja in den letzten Jahren zugenommen hat bei vielen Produkten. Schaut mir die doch einfach mal hier unten in die Kommentare rein. Ja, das war mein Film zur Aktivierung des Phantom 3. Wie gesagt, das Ganze muss nur ein einziges Mal gemacht werden vor dem allerersten Flug und danach könnt ihr den Kopter dann auch so nutzen wie geplant. Wenn euch mein Film darüber gefallen hat, dann schreibt mir das doch ebenfalls hier unten in die Kommentare. Gebt mir auf jeden Fall eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier diesen Kanal, damit ihr auch über zukünftige Filme in dieser und anderen Serien informiert werdet. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen haben solltet zur Aktivierung des Phantom 3, zu der Bedienung des Kopters insgesamt oder auch zu anderen Multikoptern und Drohnen, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.